Ja, die Beta 4 ist da von iOS 16.1 und damit willkommen hier bei mir, AppleCat. Ihr seht, aus ungewohntem Setting, aus Zeitgründen, drehe ich das Video gerade hier, während mein Elektroauto lädt. Deswegen auch ein bisschen anderes Bild, anderer Hintergrund, anderer Ton. Aber ja, entweder mache ich es so oder ich mache es gar nicht mehr aus Zeitgründen. Also, wir haben 16.1 bekommen, 378,8 Megabyte war das Update groß bei mir. Habe beim Speicherplatz Folgendes gemacht. Vorher hatte ich 27,44 und hinterher habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Also heute läuft alles anders. Wir schauen einfach mal. Jetzt habe ich 27,8, also von 27,44 auf 27,8. Heißt, ein bisschen Speicherplatz wurde freigeräumt. Schaut mal her, diese Nachricht, die hatte ich bisher noch nie gehabt. Die wurde mir jetzt hier zum ersten Mal auch in der Beta 4 angezeigt. Da musste man natürlich dann am Ende mal zustimmen, ne, dass das alles hier auch konform ist. Jo, was steckt drin? Was ist neu? Ist wie immer mal die Frage. Gar nicht mal so viel ist wie so oft die Antwort. Aber es wurden zum Beispiel einige Dinge gefunden im Code von iOS. Wo bin ich denn? Hier, von iOS 16. Und zwar wäre das zum Beispiel dieses hier gewesen. Da sieht man schon mal, wie dieses Notrufsystem über Satellit nachher softwaremäßig aussehen soll bei Apple. Also hier dieses Satellitensymbol und sowas, ne? Da wurde so ein bisschen was geleakt. So sieht es dann aus, wenn man sich dort einwählt wohl. Ja, und dann sowas hier noch. Wahrscheinlich das hier ist, glaube ich, diese Beantwortung von den Fragen. Das wird ja so vorbelegt, weil das ist ja keine so, sage ich mal, fette Datenverbindung. Also wird hier vorbelegt, was ist passiert hier beim Auto, was passiert oder so weiter. Ja, dass man da so einen kleinen Fragenkatalog durchgeht. Schönes Symbol. Ja, das hier ist... Jetzt hat sich gerade die Kamera-App verabschiedet. Also, wo war ich? Hier. Das hier ist also das Symbol. Das ist ganz cool. Man muss den Satelliten hier anpeilen. Ne? Dann muss man ein bisschen gucken, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, da ist er. Und dann kann man seine kleine Textnachricht dann losschicken. Also, das hätten wir noch. Und auch noch so ein paar, ja, ich sag mal, Klüfen hier mit dem neuen iPhone, mit dem Dynamic, wie heißt's, Island hier. Ne? Da kann man das sehen. Also ein paar neue Grafiken. Jo, viel mehr war es dann gar nicht. Bis auf eine Kleinigkeit, die gibt's noch. Und dafür gehen wir mal ganz flott in die Einstellungen rein. Und zwar unter den Punkt, lasst mich kurz nochmal schauen, wo war's denn? Ne, nochmal zurück. Hier unter den Punkt Anzeige und Helligkeit. Hier, da seht ihr, das Wallpaper, das jetzt hier angezeigt wird, ist jetzt das iOS 16 Wallpaper und nicht mehr das von iOS 15. Jo, ihr seht schon, allzu viel gibt es hier nicht zu berichten. Schauen wir nochmal kurz auf die Geekbench-Werte. Diesmal leider nur vom CPU-Wert. Den Compute-Wert konnte ich nicht machen. Dafür brauche ich eine Datenverbindung. Die habe ich hier leider im Moment nicht. Aber egal, wir schauen trotzdem mal nach. Wie sieht's aus? Aktueller Wert vom Geekbench 5. 931 im Single-Core-Score und 2473 im Multicore-Score. Jo, klingt gar nicht mal so schlecht, aber schlechter als zuvor. Zumindest im Multi hatten wir vorher 2524, aber dafür im Single nur 925, 6 Pünktchen mehr. Jo, geht mal, oh, schaut mal her, Hotspot. Ja, könnte ich ja mal gerade verbinden. Geht bei mir als Messdifferenz durch. So, also das ist einmal der Wert und ich habe gar nicht dran gedacht, ich kann den Hotspot machen. Also mache ich jetzt hier nochmal den Compute Benchmark, den Metal Score. Und damit können wir dann nochmal checken, wie hier die Grafikleistung im Endeffekt ist. Ich lasse das Ding jetzt mal kurz durchlaufen und dann schauen wir nochmal ganz, ganz flott. So, also lassen wir laufen und genießen schon mal den schönen Sonnenuntergang. Ja. Die Sonne ist noch nicht weg, aber der Metal Score ist dafür da. 4128 Punkte. Lasst uns auch da noch mal kurz schauen, wie da so die Historie aussieht. Wir hatten jetzt 4128, beim letzten Mal 4096, dann 4041. Also wir sehen einen schönen Trend nach oben. Und ich glaube, das ist ein echt guter Wert mit 4100. Hatte ich den überhaupt schon mal geknackt? Wenn, ist es schon etwas länger her. Scroll, scroll, scroll. Ja, nee, ich glaube nicht. Nee, den hatten wir bisher echt noch nie, 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 nee, noch nie geknackt. Hey, wir beenden das Video mit einer Bombensensation. Also, jetzt habe ich das Ding weggemacht. Oh, ich bin heute wirklich ein bisschen durch. Also, Rekord im Metal Score im Grafikindex, ja, in der Beta 4 von iOS 16.1. Hier nochmal die Antwort für alle, die immer fragen, wann kommt es denn Update? Wann kommt das Update? Wann kommt das Update? Wann kommt das Update? Wann kann ich es endlich machen? Wann? Ich weiß es nicht.
ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich, wir sind im wöchentlichen Update-Zyklus. Ich denke mal, innerhalb der nächsten ein bis drei Wochen. Ich denke mal, so in 3 Wochen ist es relativ realistisch, aber wissen tue ich das wirklich nicht. So, Autochen muss noch ein bisschen laden. Das heißt, ich werde das Video jetzt auch schneiden für euch und sage vielen Dank fürs Zusehen und beim nächsten Mal dann wieder aus gewohntem Setting mit bisschen schönerem Hintergrund. Also macht's gut und bleibt mir gewogen. Ja, sagen wir mal so heute. Heute ist eh alles anders. Also, tschüss.